Lieber Papa, heute vor 21 Jahren, da mussten wir was erfahren. Doch wer konnte es schon damals wissen, dass man so schnell mehrere Familienmitglieder tut vermissen. Der 17. Oktober geht in die Geschichte ein. Wer konnte das vor langem erahnen, was mich am heutigen Tag tut ermahnen. Es sind 300 Tage her, dein. Hab ich doch letztes Jahr an dem Tag ein Foto gemacht. Nichts ahnt, weil ich nicht drüber hab nachgedacht. Es ist Oberfritz Sterbetag, den ich da hab beklagt. Nun muss ich dich auch hier am Friedhof besuchen. Mir kommt es vor, dass etwas in unserer Familie liegt ein Fluchen. Hast erst nach 42 Wochen eine Grabplatte bekommen. Erst zum letzten Wochenende hab ich es vernommen. Doch du wirst hoffentlich es weiterhin sehen, dass an deinem Grab eine Kerze tut stehen. Tut sie erst einmal brennen, wirst du ja sicher erkennen, dass die Kerze steht zu deinem Ehren, als wenn wir nicht am Friedhof wären. Zum Lolzbeginn am Montag hab ich 3 Kastanien zu dir gebracht, sie sind symbolisch für deine Sammeltour für Julius gedacht. Zwar sind sie nicht aus Eisenach im thüringischen Osten, sondern aus dem hessischen Kassel. Die Fahrt fürs Sammeln darf ja nichts kosten. Freue dich, dass ich stehe jetzt hier und erneut eine Kerze bringen zu dir. Bevor ich gleich bzw. nahe zurück nach Hersfeld fahre zurück, gibt's für dich was Biblisches aus meinem Munde zum Glück. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Lieber Papa, auch wenn ich nicht ständig stehe an deinem Grab, in Gedanken bist du stets bei mir, weil ich das sag. Die Rückkehr hierher lässt nicht lange auf sich warten. Bin ich bei Mama, mache ich das Laub weg im Garten. Diese beiden Dinge habe ich vor dem diesjährigen Lolzende. Drum falte ich vom heutigen Weggehen vom Friedhof noch einmal die Hände.